Hallo Leute, ich habe heute ein sehr spontanes und improvisiertes Video für euch. Und zwar werde ich euch beim Backen mitnehmen. Mein Freund hat nämlich morgen Geburtstag und weil die Quarantäne irgendwie dafür gesorgt hat, dass ich jetzt plötzlich denke, ich könnte backen, habe ich mir vorgenommen, einen veganen Schokokuchen für ihn zu backen. Aber es wird nicht einfach nur irgendein veganer Schokokuchen, sondern es wird die vegane Triple Chocolate Torte von der lieben Jana. Das Video von Jana ist jetzt schon fast 2 Jahre alt und für den Fall, dass ihr das damals nicht gesehen habt, verlinke ich euch das nochmal unten in der Infobox. Jana hat sich damals jedenfalls die Frage gestellt, wie viel Schokolade man eigentlich so in eine Torte quetschen kann. Und weil mein Freund nur gesagt hat, dass er irgendwas mit Schokolade haben möchte, dachte ich mir, das ist definitiv das richtige Rezept dafür. Die Torte in Janas Videos sah richtig, richtig lecker aus und ich bin sehr gespannt, ob ich das jetzt gleich auch nur im Ansatz so gut hinbekomme. Ich werde euch jedenfalls mitnehmen und wir gucken uns die ganze Katastrophe dann mal zusammen an. Bevor ich das mache, wollte ich euch aber noch kurz auf meinen Podcast hinweisen. Und bei euch, so heißt der, und ich mache den zusammen mit meinen Freunden Aaron und Felix. Und weil ich jetzt in letzter Zeit auf Instagram so viele Nachrichten dazu bekommen habe, dass eben viele von euch noch gar nicht wussten, dass es den Podcast überhaupt gibt, dachte ich mir, ich erzähle euch jetzt hier auf YouTube auch nochmal davon. Der Podcast ist aufgeteilt in Themenfolgen und Laberfolgen. Die wechseln sich immer ab und in den Laberfolgen sprechen wir über alle Themen, die uns gerade so beschäftigen, über lustige Alltagsgeschichten, die uns so passiert sind. Beispielsweise haben wir jetzt in der letzten Folge über schlimme Outfits gesprochen, die wir so in den letzten Jahren angezogen haben, vor allem wenn wir irgendwo auf einem roten Teppich standen und eigentlich gut aussehen wollten und ja, das im Nachhinein dann doch so ein bisschen cringy war. Wir haben über Dickpics gesprochen, aber wir sprechen beispielsweise auch über aktuelle politische Themen, beispielsweise über Rassismus und Black Lives Matter. Bei den Themenfolgen ist es dann so, dass wir immer ein Thema vorgeben und dazu könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. Die beantworten wir dann und geben Ratschläge, Tipps, erzählen einfach, was wir darüber denken. Und die letzten Themen waren jetzt einmal das Thema Kinderwunsch, über das wir gesprochen haben. Und wir haben über das Queersein gesprochen, also über das Thema LGBTQ-Sternchen, über Outings, über Eltern, die vielleicht nicht so tolerant sind. In der nächsten Folge wird es jetzt um das Thema Trennungen gehen. Also wenn ihr dazu irgendwas zu erzählen habt und uns eine Sprachnachricht schicken möchtet, dann macht das sehr, sehr gerne. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Infobox. Da ist auch der Podcast verlinkt. Den gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und Deezer und ihr könnt den kostenlos anhören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Das ist ein richtig tolles Herzensprojekt von mir und jetzt gehen wir endlich weiter zum Schokokuchen. Ich habe mir schon eine Liste geschrieben mit den Zutaten und ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zum Einkaufen und danach sehen wir uns jetzt gleich in meiner Küche wieder. Wir befinden uns hier in meiner nicht sonderlich videogenen Küche. Hier ist der Abwasch, den ich eigentlich schon die ganze Zeit machen sollte. Da stelle ich mich jetzt mal ganz unauffällig davor, dann ist der ja quasi nicht mehr da. Ich bin jetzt zurück vom Einkaufen und die Verkäuferin dachte sich wahrscheinlich auch nur, oh Gott, die Arme hat das PMS ihres Lebens, weil was wir hier drin haben in diesem Beutel ist Schokoladenmilch in vegan, nochmal Schokoladenmilch in vegan. Dann haben wir hier Zartbitter-Kuvertüre, Bionella, das ist eine vegane Nutella-Alternative sozusagen. Ja, dann haben wir hier noch Agar-Agar, das ist die vegane Variante von Gelatine. Und hier auch noch so ein bisschen mehr Schokolade. Vegan, ganze Haselnuss. Ich gehöre jetzt leider nicht zu den YouTuberinnen, die so eine super schicke Showküche haben, mit einer Mittelinsel, die perfekt ausgeleuchtet ist, sondern wir arbeiten hier mit. Ja, hier werde ich jetzt gleich den Kuchen machen und ich glaube, ich werde die Kamera einfach hier oben irgendwo zwischen die Gläser klemmen, damit ich euch von oben zeigen kann, was hier passiert. Wir fangen an mit 500 Gramm Mehl. Ja, 510, komm, passt. Zu den 500 Gramm Mehl kommen jetzt 250 Milliliter Sonnenblumenöl. Dann geht's weiter mit der Schokosojamilch bzw. Sojadrink. Die gibt's von diversen Marken und davon brauchen wir 500 Milliliter. Hätte man das Mehl vorher sieben können? Ja, das hätte man definitiv. Aber wo wäre denn da der Spaß, die Klümpchen rauszurühren? Man muss das alles auch immer so ein bisschen als Workout sehen, ne? Kuchenbacken ist ja auch so eine Art von Sport. Weiter geht's mit 400 Gramm Zucker und da könnte man jetzt natürlich so ein bisschen den gesünderen Kokosblütenzucker nehmen, aber wenn wir hier schon so gesund unterwegs sind, dann auch richtig. Uiuiuiuiui. Im Rezept von Jana stehen 2 Päckchen Backpulver und ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. So im typischen Backpulverpäckchen sind 16,5 Gramm drin. Das hier sind jetzt allerdings 20. Aber auf der Rückseite steht, dass das geeignet ist für ein halbes Kilo. Und das sind die mit 16,5 Gramm angeblich auch, also für ein halbes Kilo Mehl. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal trotzdem 2 davon auf gut Glück. Also wenn der Kuchen gleich explodiert, dann wissen wir, woran das liegt. So, und damit das Ganze jetzt noch so ein bisschen schokoladiger aussieht, kommen hier jetzt noch 30 Gramm Kakaopulver dazu. Ja, das sind jetzt 50. Wo ist der Teelöffel? Ich sehe schon, wie meine Mama das sieht und schimpft. Es tut mir leid, Mama. Ich weiß, ich hätte das jetzt zuerst in eine kleine Schüssel machen müssen und dann
umkippen. Und weil das noch nicht genug Schokolade ist, kommt jetzt die hier zum Einsatz. Davon brauchen wir 150 Gramm und die schmelzt sich im Wasserbad und werde sie dann hier unterrühren. Hier ist die heiße Schokolade und die kommt jetzt hier rein. Und das Gute ist, man kann den Teig die ganze Zeit nebenbei probieren, weil da sind keine Eier drin. Und das bedeutet keine Salmonellen. Der nächste Schritt ist, die Backform einzufetten. Und ich habe jetzt hier in dieser Springform noch so ein Backpapier dazwischen geklemmt, einfach um sicherzugehen, dass da unten wirklich nichts anliegt. Ich weiß, das ist jetzt nicht die nachhaltigste Lösung für den Fall, dass ihr da irgendwas anderes wisst. Sagt mir gerne Bescheid. Ja, das verstreiche ich jetzt mal. Oh, diese Eleganz des Vorgehens hier. Das bin ich im Kunstunterricht früher. Einfach null Gefühl für einen Pinsel. Generell hier, ne, Leute, seid geduldig mit mir. Das ist die erste Torte, die ich mache. Und wenn das jetzt nicht das Wunderwerk an Backkunst wird und ich hier ganz viele so kleine Sachen falsch mache, seid bitte nett zu mir, wenn ihr mir das korrigierend in die Kommentare schreibt. So, einmal rein hier der ganze Matsch. Nein, du bist kein Matsch, du bist wunderschön. All Teigs are beautiful. Also wenn jemand von euch vorbeikommen möchte, es gibt hier jetzt gerade sehr viele Sachen, die man theoretisch hier abschlecken könnte. So sieht der Kuchen jetzt aus, nachdem der 50 Minuten lang im Ofen war. Ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Also der ist auch schön aufgegangen. Das Backpulver hat da definitiv seinen Zweck erfüllt. Und der nächste Schritt ist jetzt, den einfach ordentlich auskühlen zu lassen. Und danach wird der durchgeschnitten. Und das ist, würde ich sagen, so eine kleine Herausforderung. Da bin ich gleich mal sehr, sehr gespannt, ob ich das ohne großes Unglück hinkriege. Guten Morgen zu Tag 2 von diesem Kuchenexperiment. Das hier ist über Nacht mit dem Kuchen passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das von oben gut erkennen könnt, aber der ist in der Mitte leider so ein bisschen eine Etage eingebrochen. Eigentlich wäre ja jetzt der nächste Schritt, dass man den Kuchen durchschneidet. Das habe ich auch gemacht. Das Problem ist aber, dass ich diese obere Schicht jetzt nicht komplett anheben kann. Also die Mitte bleibt einfach liegen. Und deswegen dachte ich mir, ich improvisiere jetzt einfach so ein bisschen und hebe quasi nur an der entsprechenden Stelle den Rand an und schmiere da dann die Creme hier drunter. Ja, und für den Rest gucken wir mal, wie ich das so gerettet kriege. Also super schön und elegant ist das Ganze jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall Schokocreme hier irgendwo dazwischen gequetscht. Ah, da muss nachher jetzt unbedingt noch irgendwas anderes drüber, damit der nicht weiterhin so aussieht. Ich habe jetzt die Springform wieder außenrum gemacht. Wir kommen nämlich im nächsten Schritt zur Creme. Und eigentlich ist es so, dass Jana hier so ein bisschen den Rand abgeschnitten hat rundherum und auch oben, glaube ich, den Deckel abgenommen hat oder so eine Schicht hier weggenommen hat und das dann einfach in der Form hier hat drüber laufen lassen. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich traue diesem wackeligen Konstrukt hier nicht. Deswegen dachte ich mir, dass ich vielleicht einfach hier in der Mitte dieses bröselige Zeug rausnehme und da dann die Creme reinmache und so ein bisschen an den Rand laufen lasse. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist. Also man sieht hieran sehr deutlich, dass ich in der Schule nie eins von diesen coolen Projekten hatte, wo man einen Vulkan bauen kann und dass ich das jetzt so ein bisschen kompensieren muss. Hier in die Mitte kommt auf jeden Fall die Creme rein, die wir gleich machen oder Pudding oder was auch immer das ist. Gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, muss ich meinen Gästen sagen, hey, das ist ein modernes Kunstwerk, was wir hier haben. Das ist die unendliche Weite des Universums in einem Kuchen. Hallo, ihr seht mich richtig schön in diesem Topf hier unten. Ganz kurz noch eine Info. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, hier doch den inneren Teil noch so ein bisschen weiter mit Schokocreme einzustreichen, damit das Ganze einfach richtig doll schokoladig wird. Und jetzt geht's ran an die Puddingschicht. Für die brauchen wir erstmal einen ganze Liter Schokosojamilch. Dazu kommen dann 250 Milliliter Soja-Cuisine, also das ist so das Äquivalent zu Sahne. Hier, ne, wenn es nicht reicht für die Barista-Karriere, dann kann man hier große Kunst draus machen. Ja, sorry Leute, heute gibt es keinen Kuchen mehr, ich bin jetzt beschäftigt hier. Also wenn das jetzt kein super magisches Kunstwerk ist, das irgendwo für 5 Millionen Dollar verkauft wird, dann weiß ich aber auch nicht. Als nächstes kommen wir dann zum Agar-Agar, ein wunderschöner Name für das pflanzliche Geliermittel. Also das ist quasi ein Ersatz für Gelatine und das wird jetzt hier einfach alles zusammengerührt und erhitzt. Das hier wird mal die Puddingschicht und weil ich mir jetzt nicht so ganz sicher war, ob 1 Liter Sojamilch und 250 Milliliter Sahne jetzt nicht doch so ein bisschen zu viel sind für diese wunderschöne Mulde, die ich hier gebaut habe, dachte ich mir, ich brösel einfach den restlichen Teig, den ich da oben rausgenommen habe, jetzt noch in Muffinformen. Und wenn hier was überbleibt, dann kommt das da einfach mit dazu. So, und dieses absolute Wunderwerk an Konditoreikunst versuche ich jetzt irgendwie, ohne hier wieder die Hälfte rauszuschütten, in den Kühlschrank zu kriegen.
Da muss die jetzt nämlich für 1 bis 2 Stunden stehen bleiben und dann hoffe ich mal, dass das Ganze irgendwie fest wird und dann können wir uns überlegen, was das hier für eine schnieke Gebirgslandschaft ist, die hier jetzt noch rausguckt. Aus dem Schokoladensee. Hauptsache, sie schmeckt, ne? Der Kuchen ist jetzt raus aus dem Kühlschrank. Ich habe hier oben schon so ein bisschen was weggeschnitten. Und sagen wir mal so, das Ganze ist eine relativ wobbelige Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Aber ich werde jetzt einfach mal gucken, dass ich das Beste draus mache. Ich habe hier einmal die klein geschnittene Schokolade. Die werde ich gleich da drauf verteilen. Und ich habe auch noch Himbeeren und Heidelbeeren. Und gucke mal, ob man das dekotechnisch hier noch so ein bisschen retten kann. So sieht er jetzt aus, der finale Kuchen. Am Rand, ja, sieht das jetzt nicht ganz so schön aus wie bei Jana, aber zumindest einigermaßen glatt, dadurch, dass ich den jetzt nochmal reingemacht habe in die Form. Und ich bin gespannt, ob er halbwegs schmeckt und vor allem auch, ob diese Schicht hier in der Mitte einfach stabil bleibt. Ich meine, ihr seht es hier schon, wie wabbelig das Ganze ist. Lisa 25, leicht zu entertainen. So Leute, die halbe Torte ist jetzt aufgegessen. Ich würde sagen, es ist an der Zeit für ein Fazit. Erstmal wollte ich euch kurz zeigen, wie sie denn aufgeschnitten aussieht. Also damit ihr euch vorstellen könnt, wie weit so diese ganze Pudding-Geschichte nach unten durchgerutscht ist. Also es war auf jeden Fall, wenn man sie jetzt im Kühlschrank aufbewahrt hat, trotzdem noch stabil genug. Aber ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich nicht ganz so viel daraus genommen hätte. Also der Puddinganteil vorne am Stück war dann doch relativ dick. Also bei Jana ist es ja nur so eine dünne Schicht, die dann so oben drüber geflossen ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen die elegantere Lösung. Bei mir ist es so, dass ich Schokopudding sehr, sehr gerne esse. Deswegen mochte ich die Torte auch wirklich gerne. Aber für den Fall, dass ihr jetzt sagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob alle Leute, die zu Besuch sind, das gerne mögen oder wenn ihr das vielleicht auch selbst nicht so gerne mögt, dann würde ich euch vielleicht raten, das eher mit einer Alternative zu machen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, irgendwie so eine Schokosahnecreme drauf zu machen oder einfach eine Schokoglasur, wenn es auch ein bisschen simpler sein soll. Ich glaube, es geht tatsächlich auch, wenn man den jetzt nicht aufschneiden möchte oder so, wirklich nur den Teig zu machen und eine Schokoglasur drüber. Kann man auch in eine Muffinform machen. Also ich glaube, da gibt es sehr viel Möglichkeit zu improvisieren. Das wäre auch ganz süß gewesen, so ganz normale Muffins dann mit Himbeeren und Blaubeeren obendrauf. Könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht nächstes Mal. Falls ihr die Torte gerne nachbacken möchtet und jetzt die genauen Angaben und das genaue Rezept gebrauchen könnt, dann findet ihr die beim Video von Jana. Das verlinke ich euch hier drüben. Hier drunter kommt ihr zu meiner Playlist rund um alle Videos, die mit dem Thema Vegansein zu tun haben. Wie immer würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt und die Glocke aktiviert. Und ja, wie gesagt, mein kleines Herzensprojekt-Podcast würde sich auch freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. So viel zu heute. Ich hoffe, es geht euch gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!